Hallo ihr lieben Latino-Szene TV, Adriana Calado antwortet und heute antworte ich die Frage von Daily Checker, so heißt er auf YouTube. Er hat mich gefragt, ein super Video wieder, sehr interessant, weil es von woanders her über hier gedacht wird, aber auch wie du Deutsch gelernt hast. Habe ich schon gelernt? Danke! Uns fällt es sehr schwer, eine lateinische Sprache zu lernen, aber wie geht das so gut? Mich wundert das immer über viele Ausländer das Deutsch, wie selbstverständlich so können. Muito obrigada! So macht man in Brasilien. Beijinho no ombro. Wenn wir sehr stolz auf uns sind. Beijinho ist Kuss, ne? Kleine Kusschen. Beijinho no ombro. Ombro schulter, die Schulter. Beijinho no ombro. Mich wundert das immer über viele Ausländer des Deutschen, wie selbstverständlich so können. Wie ging das bei dir? Das wäre schon mal sehr interessant. Und was hast du dir dabei gedacht? Oft. Also, Daily Checker, vielen Dank für deine Frage. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Sich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich keine Worte auf Deutsch, kein, überhaupt kein, also ich konnte gar nichts, ich konnte kein Hallo sagen. Ich habe nie Deutsch in Brasilien gelernt vorher. Also, für mich war ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Zum Glück konnte ich Englisch, ich kann Englisch, ne? Und ich konnte sehr, sehr gut, ich kann sehr gut Englisch. Und Gott sei Dank, ich habe mich auf Englisch kommuniziert, auf der Straße oder in Geschäften, in Läden. Aber als ich hier angekommen bin, habe ich sofort einen Deutschkurs besucht. Also ich musste einen Deutschkurs besuchen, weil früher, ich weiß nicht jetzt, aber früher musste man Deutsch können, um heiraten zu können. Und ich wollte heiraten, ne? Und deswegen habe ich einen Deutschkurs gemacht. Der Kurs heißt Integrationskurs und ich habe mich teilgenommen. Und 6 Monaten habe ich intensive Kurs gemacht, also bis B1, glaube ich, war. Ja, war bis B1. Aber dann habe ich nicht aufgehört. Ich habe gearbeitet. In der Arbeit habe ich viel gesprochen. Und danach habe ich noch einen C1-Kurs, B2 und C1-Kurs besucht. Eigentlich mein Deutsch Ziel ist bis Niveau C1. Aber ich würde gerne einmal irgendwann einen C2-Kurs machen und richtigen Schluss. Ja, und was denke ich oft? Ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht immer auf Deutsch. Also ich denke mehr auf Portugiesisch. Ab und zu auf Deutsch, wenn ich wirklich oft Deutsch spreche, dann denke ich auf Deutsch. Aber das passiert nicht immer. Meistens denke ich auf meine Sprache. Ich weiß, das Richtige ist, wenn man an der Fremdsprache denken kann und oft denkt, aber ich kann leider noch nicht immer auf Deutsch denken. Ich denke, wenn ich alleine bin, wenn ich zu Hause bin, denke ich auf Portugiesisch. Aber das Richtige ist, also ich finde, eine Sprache zu lernen ist sehr schwierig, besonders für uns Brasilianer, Deutsch zu lernen und für ihr Deutsch, Portugiesisch zu lernen, das ist mega schwierig. Für uns, zum Beispiel Spanisch ist nicht schwierig, Italienisch ist nicht so schwierig. Englisch finde ich ganz einfach, weil in Brasilien wir hören viel Englisch, wir haben mehr Kontakt mit dieser Kultur. Aber mit Deutsch haben wir gar keinen Kontakt. Und dann deswegen ist es schwierig. Aber ich finde wichtig, um eine Sprache zu lernen, ich finde wirklich wichtig, ist erstmal sprechen. Also egal, ob du Fehler machst oder nicht, du musst einfach
keine Angst haben, Fehler zu machen. Das ist sehr süß, wenn ihr unsere Sprache spricht. Also egal ob falsch oder richtig, es ist sehr süß, wir lieben, wenn die Gringos unsere Sprache sprechen. Deswegen, ich glaube, erst einmal sprechen, zweite lesen ist sehr wichtig. Momentan lese ich viele Bücher auf Deutsch. Ich habe Bücher auf Portugiesisch zu Hause, aber ich lese auf Deutsch. Sprechen, lesen und naja, natürlich, ich finde es sehr wichtig, Grammatik zu lernen. Das ist sehr wichtig, besonders, ja, unsere Sprache ist nicht so einfach so zu lernen. Man muss, ist nicht wie Englisch zum Beispiel, man muss einfach Grammatik lernen. Und sicher sein mit der Grammatik, wie Deutsch, ne? Man muss auch viele Grammatik lernen, ist bei uns auf Portugiesisch. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ihr Verben wissen, die Konjugationen, Vergangenheit, macht man viele Fehler mit der Vergangenheit und das ist sehr wichtig. Aber was du sagst, dass selbstverständlich ist für viele Ausländer, das muss ich wirklich nicht zugeben. Ich kenne selber viele Ausländer, die nicht Deutsch sprechen können. Ich kenne viele Brasilianer auch, die lange hier wohnen und nicht Deutsch sprechen können. Aber die meisten, die ich kenne, können sehr gut und sogar perfekt. Ich kenne drei, die perfekt sprechen. Ja, aber ich glaube, es ist Talent. Sprache ist eine Mischung von Talent und auch Übung, ne? Ja, es gibt Leute, die überhaupt keine Talent haben und es gibt Leute, die sehr begabt sind. Also, ja. Naja, ich hoffe, dass ich deine Frage gut beantwortet habe und wenn ihr bitte mehr Fragen habt, auf den Kommentar schreiben und ich werde gerne geantwortet. Eu vou responder com prazer. Ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.